fange mit der ersten Frage an, die im Grunde Frau Tsipras an Sie gestellt hat. Sie hat nämlich gesagt, die Piratenpartei sei im Grunde eine Besitzstandswahrer-Partei, sozusagen die Besitzstandswahrer der Generation Download, die einfach File-Sharing weitermachen wollen und jetzt keine Lust haben, dass jetzt nach 10 Jahren die Medienindustrie kommt und sagt, Sekunde mal, das Grundgesetz des Internets muss ja irgendwie nochmal verändert werden. Ja, das ist natürlich eine interessante Verdrehung der Tatsachen. Wir haben dazu gesagt, wenn sozusagen die Verteidigung der Bürgerrechte konservativ ist, dann lassen wir uns in dieser Hinsicht auch mal als konservativ bezeichnen. Und wir als Piratenpartei wehren uns auch eben ganz explizit gegen diese neuen Versuche, sozusagen Unverhältnismäßigkeiten zu erzeugen, nur um den alten Status quo zu behalten. Gut, aber das Prinzip ist, die Verwertungsindustrie kommt und sagt, fuck you, das Internet muss sich ändern, und ihr sagt, fuck you, ihr müsst euch ändern. Ist ja im Grunde genommen die gleiche Debatte, die wir in den 60ern über die Privatkopie, die wir jetzt schon haben, hatten. Damals hat der Gesetzgeber ja gesagt, wir müssen einfach schlicht überlegen, ob wir ins Urheberrecht eine Klausel reinschreiben, dass auch jegliche Kopie zu privaten Zwecken verboten ist. Und wenn wir die nämlich dann nicht durchziehen können, das heißt, wir müssten dann in jedes Wohnzimmer sozusagen einen Polizisten schicken, der mal eben guckt, ob da sozusagen so eine Xerox-Kopie von irgendeinem Buch rumliegt. Wenn wir das nicht durchführen können, dann ist es einfach so, dass sozusagen die Leute sich daran gewöhnen, dass das zwar Recht ist, aber dass es nicht gemacht wird. Und dann hatten die Überlegung, wir wollen lieber die Privatkopie legalisieren, als dass wir sozusagen das Rechtsverständnis der Leute und das Rechtsempfinden so stark beschädigen, dass sie sozusagen die anderen Regelungen nicht mehr ernst nehmen. Also die Privatkopie ist ja auch in gewisser Weise dadurch entstanden, dass man es nicht verhältnismäßig aufhalten konnte. Und wenn man das jetzt transferiert sozusagen auf die moderne Entwicklung, die Digitalisierung von Werken, die sozusagen die Vervielfältigbarkeit und insbesondere die Kosten bei Vervielfältigung hier praktisch auf null abgesenkt haben, zumindest bei Werken, die digital vorliegen, und nur über die sprechen wir ja, und zusätzlich das Internet als dezentrales Kommunikationsmedium, wo sich im Prinzip ja keiner dem entziehen kann und Leute unkontrolliert untereinander, ohne zentrale Kanäle und Regulierungsstellen kommunizieren können. Wenn man diese beiden Entwicklungen sozusagen dazu zählt, dann ist es an der Zeit, den gleichen Schritt zu machen aus unserer Sicht, den der Gesetzgeber in den 60er Jahren gemacht hat, und zu sagen, wem schadet es genau? Können wir bestimmte Sachen vielleicht voneinander trennen? Und das ist genau das, was wir tun. Wir sagen, für kommerzielle Zwecke soll es das Urheberrecht nach wie vor so geben, wie es ist. Wenn jemand mit einem Werk Geld verdient, muss er den Urheber auch entlohnen, oder er muss eben den Urheber auch vorher fragen, auch ob er das darf. Aber der andere Aspekt ist eben der, dass die vielen Jugendlichen, die teilweise einfach das Netz so nutzen, wie sie damit aufgewachsen sind, ganz anders als wir Älteren, für die ist es normal, einfach, schnell, die machen sich da an der Stelle keine Gedanken, aber die schaden auch niemandem wirtschaftlich aus unserer Sicht. Und wir wollen eben auch nicht diese Leute mit 14 irgendwie von einem Abmahnanwalt zerren lassen. Und das passiert heutzutage. Und deswegen sagen wir, das muss einfach die gesellschaftliche Realität jetzt auch hergeben, dass wir dieses Recht so anpassen können, dass es der Gesellschaft insgesamt nützt und trotzdem die berechtigten Interessen der Urheber einfach berücksichtigt. Und wir haben ja wirklich als eine der wenigen Parteien in diesem großen Streit ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie das Urheberrecht zu ändern ist. Die Gegenseite, sage ich jetzt mal, die Rechteverwerter und ähnliche Leute, die jammern zwar, die haben aber keinen realisierbaren Vorschlag. Und wenn sie Vorschläge machen, wie Hadopi oder so ähnliche Dinge, dann sind das immer Dinge, die so stark in Bürgerrechte anderer Art auch eingreifen, dass es unverhältnismäßig ist. Okay, nehmen wir die Analogie der 60er Jahre, die Sie ja gerne benutzen, sagen wir mit den Privatkopie- und Fotokopierern. Ja, da hat man gleichzeitig aber auch noch die VG Wort eingeführt, die sozusagen eine Pauschalvergütung vom Kopierer nimmt, um die Autoren zu vergüten. Wenn man ein wissenschaftliches Werk verfasst oder auch als Journalist, bekommt man jedes Jahr für diese Gelder, die auf den Kopierern, das sind ja Abgaben auf den Kopierern, kriegt man dann Geld. Nun ist ja die Piratenpartei aber auch nicht dafür zu sagen, wir machen eine pauschale Filmabgabe aufs Internet, und es wird dann irgendwie an die Filmindustrie weitergegeben. Ja, das ist aber ein interessanter Aspekt, denn darüber lohnt es sich zum ersten Mal auch wirklich zu diskutieren aus unserer Sicht. Wir haben verschiedene Modelle, und aus unserer Sicht muss man sich aber wirklich mal die Frage stellen, ob eine solche Technikabgabe, es ist ja eine Art Technikabgabe, es gibt den Fotokopierer, der ist erfunden worden, und für die gesamte Menschheit ist es ein Segen. Aus meiner Sicht zumindest. Und das Internet ist ähnlich. Selbst Urheber benutzen das Internet. Die schreiben doch auch E-Mails und solche Dinge. Ja? Also man kann nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken haben. Allen Menschen nützt das. Jetzt ist die Frage, zum Beispiel, wollen wir eine Antibiotikasteuer einführen?
Will doch keiner. Das ist, was ist erfunden? Warum soll das denn nicht jetzt allen zugutekommen? Die Frage ist, ist die Kultur wirklich bedroht, wenn wir das eben nicht machen, eine Technikabgabe? Aus meiner Sicht ist die Kultur nicht bedroht. Ich habe viel mit Leuten darüber diskutiert und es kommt dann immer das Argument, ja, aber wir brauchen doch Qualitätsjournalismus oder wir brauchen doch Qualitätskultur. Und da sieht man nämlich, wo der Hase eigentlich langläuft. Die Kultur ist insgesamt nicht bedroht. Es geht um sozusagen eine gewisse Deutungs- oder Qualitätshoheit, dass man sagt, ja, aber dann können wir nicht mehr dieses machen oder dann können wir nicht mehr dieses machen. Man muss sich also als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir eine Technikabgabe, eine Verwertungsgesellschaft oder anderes, um eine gewisse bestimmte Kultur zu fördern oder wollen wir das nicht? Und es ist jetzt schon so, viele Leute werden mir das zwar schlecht anrechnen, aber es ist so, der User-Generated Content, also das, was alle Leute machen, auch viele Amateure im Netz, ist schon größer als der redaktionell erzeugte Content vom Volumen. Und das ist eben die Debatte, die wir führen müssen, aus meiner Sicht. Wollen wir sozusagen diese Entwicklung fördern oder wollen wir dieses Ausgesuchte, was Verwertungsgesellschaften ja machen, die sagen, du kriegst einen Plattenvertrag und du nicht, weil du machst gute Musik und du nicht. Und in diese Kategorie fällt auch meiner Sicht auch die Diskussion um diese Technikabgaben. Und wir sagen eigentlich, wir wollen nicht weitere Technikabgaben. Das Mantra, wir können nichts mehr verkaufen, ist einfach falsch. Und da müssen wir dran arbeiten und müssen sozusagen streng trennen, was ist erwünscht auf der wirtschaftlichen Seite und was auf der Persönlichkeitsrechtsseite. Was können und müssen wir erlauben, weil es zum Beispiel ansonsten unverhältnismäßig wird im Recht oder auch unverhältnismäßig wird in der Fortschrittsbesteuerung oder wie man das auch immer nennen will. Und wir sind sehr der Meinung, dass es im Prinzip die Technik und die Fortschritte dieser Technik allen zugutekommen sollen. Und dieser bestimmte Bereich, den die Urheber wirklich angeht, den sollten wir im Blick haben. Aber wir wollen kein Verleger- oder Verwerterrecht stärken. Denn das ist das Urheberrecht bis jetzt noch nicht, zum Glück.